Was jetzt eigentlich jetzt noch so ansteht oder was jetzt noch so ist, das sind jetzt Blumen, generell Rosen hauptsächlich. Ja. Und mal schauen, wie man die schneidet. Und da haben Ja. ja doch viele so ein bisschen Probleme damit. Ja, auf jeden Fall. Dass wir da ganz einfach jetzt noch zu den Rosen dann mal schauen und was noch so Ja. nebenbei so ist. Ja. Wilfried, wir haben ja gesagt, jetzt ist so die Rosenzeit und das ist und da muss geschnitten werden. Ich meine, das, sie blühen ja schön, aber sie sind ja dann irgendwann verblüht. Und da haben ja doch die meisten, ich nehme mich da nicht aus, Angst vorm Schnitt. Du hilfst uns da. Ich helfe. Das Wenn ist ich schön. kann, helfe ich natürlich. Du Wir sagst uns, wo haben man. jetzt hier Ja. eine wunderschöne Edelrose, auch als Teehybride bekannt, als anderer Name für Edelrose. Ja. Den Namen, ich denke mal, das ist Citrina, das ist eine gelbe. Ja. Und hier haben wir einige, die sind jetzt verblüht. Und dann nehmen wir das ganz einfach oben an der Blüte und gucken hierher. Ja. Nicht gleich hier oben wegschneiden. Ups. Das geht in die Hosen. Also hier ein Stückchen tiefer, wo ein Ansatz ist, ein Ja. guter Blattansatz, Ja. dass dort wieder was sich eine Knospe entwickeln kann. Okay. Ja. Wilfried, wenn ich mir die Blätter jetzt so anschaue, ne, und sehe hier unten, die sind doch jetzt relativ klein. Das hat eine Ursache. Ich habe schon geguckt, das ist hier Ja. so Es frisch hat eine rausgekommen, Ursache. Schauen wir mal hierher. Kriegst du das ne? mit der Ja. Kamera? Ja, Hier ist ein Schnitt gewesen, den habe ich im Frühjahr gesetzt. Das ist ein Holzast, der Alter. ja. So, und die Pflanze hat natürlich hier oben versucht, sich zu entwickeln und hat einen Hauptast hier unten rausgetrieben, der hier rausgeht und hat diese Blüte. Ah ja. So ist das bei einer Pflanze zu sehen, die versucht immer auf mehreren Wegen zu gehen. Wenn wir Okay. jetzt diese Blätter nehmen von der Rose hier Ja. und vergleichen die mit denen, Ja. dann können wir davon ausgehen, dass das ein Trieb ist, der kommt unterhalb der Veredelungsstelle raus und hat nur solche ganz kleinen Blütenansätze. Den versuche ich wegzuschneiden, damit. Dass sich dann mal so entwickelt. Ja. Aber dann braucht das braucht Zeit, ne? Das werde ich demnächst machen. Ja, nein, bis ich meine, bis sich das dann so entwickelt, Ja, dann. Das braucht Zeit. auf jeden Okay. Fall. Aber hier, Wilfried, muss ich sagen, ist natürlich ein Traum, ne? Wenn man die ganzen Knospen hier so sieht. Da war nicht nur der Wunsch, der Vater des Gedanken, sondern hier ist wirklich ein ganzes bisschen Glück mit dabei gewesen. Ich habe die Rosen im Frühjahr geschnitten und dann haben wir die Kältewellen gekriegt, an Ja. der Zahl zwei Stück. Und es hat sehr lange gedauert, bis sich die Rosen so entwickelt haben, so wie sie jetzt hier stehen. Und die anderen hinter uns oder rechts, hinter meiner rechten Schulter, das ist genauso. Die haben dieses Jahr sehr lange gebraucht, um diesen Blütenstand zu erreichen. Aber er ist ein Traum. Und Ja. dann komme ich mal, jetzt lassen wir sie ja erstmal blühen. Und dann gilt das hier auch wieder. Wenn die dann verblüht sind, dann muss man hier gucken, wo dann hier das kommt. Und müsste Da man dann würde ich hier wieder, genauso, da würde ich sie bin ich da jetzt wegschneiden. richtig? Ja. Na guck, dann habe ich schon was Da gelernt. würde ich sie Und dort dann wegschneiden. nachher Ja. wegschneiden. Ja. Was ist jetzt sonst noch an Blumen, wo wir noch ein paar Tipps geben können unseren Ja, Zuschauern? Was wir hast du können, jetzt noch so? ich bin ja nun keiner, der sagt, ein Garten wird bei mir angelegt im preußischen Winkel um die Halme. Da kommt eine Reihe von dem, da kommt ein Beet von dem, sondern bei mir, das ist eine Art Bauerngarten, so wie ich das in Südwestdeutschland und in Franken, in Bayern, in Österreich gesehen habe. Das sind bunte Trempel. Und so gefällt mir persönlich ein Garten. Dann habe ich blühende Landschaften hier hinter der Rose im Kräuterbuckel. Ja, da ist alles durcheinander drin. Also reinweg Natur, alles natürlich. Reineweg Natur, aber für mich hat es eine Ordnung. Ein Fremder würde sagen, es ist alles durcheinander. Ich will es aber so haben. Es ist meine Ordnung, die ich dabei habe. Ich sehe ja auch, was ist was. Und diese Vielfalt, die macht bei mir ein Gartenleben aus. Gut, das ist ja jetzt, wir geben ja auch nur Anregungen oder vielleicht Ja. Hilfe, wo man jetzt nicht weiß, wie soll was gemacht werden? Entscheiden muss er. Es muss sich jeder in seinen Garten ja wohlfühlen. Wir wollen ja nicht Richtig, sagen, ja. dass das jetzt alles Ja nicht. richtig ist und alles andere falsch. Das sollte es ja nicht sein. Nee, das sollte es überhaupt nicht sein. Die Okay. Pfingstrosen sind am Verblühen. Wir Ja, sehen es da hinten, die hinten, ist ja. weg. Dort die asiatische Pfingstrose ist weg.
Schneidest du die dann zurück jetzt, die Pfingstrose? Oder bleibt die, willst du die im jetzt Herbst? Im Herbst, im Herbst. Alles ich im Herbst. Schneide, dann, ich schneide die im Herbst unten an der Wurzel weg, lasse das so 10 cm stehen und lege die abgeschnittenen Blätter oben drüber als Frostschutz. Schön. Wilfried, das nächste Mal haben wir uns ja schon vorgenommen. Wir gehen ja jetzt vor, weil wir dann mal uns dem Teich widmen. Ja. Das ist ein kleines Biotop bei dir. Wir ja. gucken noch mal, wenn wir uns jetzt verabschieden, bei dort vorbei. Ja, ich bedanke mich, oder wir bedanken uns, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Das ist die Hauptsache. Und wir sehen uns dann, ja, 4 Wochen in etwa sehen wir uns dann wieder. Und dann widmen wir uns mal den Tieren und dem Teich. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir doch mit den wenigen kleinen Tipps ein paar Anregungen geben könnten an junge Gartenfreunde, an junge Familien mit Kindern, die sich überlegen, können wir uns einen Garten nehmen, was ist dabei, ist das zu kompliziert? Keine also, Angst, ist es nicht. Es gibt überall gute Leute, in jedem Kleingartenverein gibt es gute Leute, die sind Fachberater, die helfen. Und jeder Kleingärtner ist ein hilfsbereiter Mensch.